Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Heute wird es Zeit, sich endgültig für eine Seite zu entscheiden. Wem helfen wir, was machen wir? Und das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Bam, bam, bam. Ne, Shiva? Du bist ein kleines Monster, ne? Ja, hohohoho. Die Hope. Wir haben zwei Ziele, Behelfsversorgungsstation der Hope und Kommunikationsstation der Hope. Ich nehme das, was näher dran ist. So. Universal Defense Logistics. Universal Defense Logistics möchte seine Angestellten daran erinnern, dass das Unternehmen nicht für die höchst bedauerlichen, aber wahrscheinlich häufigen Todesfälle in seinen Einrichtungen verantwortlich gemacht werden kann. Umleiten. Eine Behelfsenergie zum Reaktor von UDL-002 umleiten. Status. Energiestatus. Ja, das können wir mal machen. Energiestatus. Der Reaktor von UDL-002 befindet sich im Energiesparmodus. Ausschließlich Lebenserhaltungssysteme sind im Betrieb. Okay, Wartungsstatus. Ah, das lese ich jetzt mal nicht. Hey, nicht ganz zurück. Alle Krönig-Laborsysteme befinden sich innerhalb der gewünschten Parameter. Lagerraum 5 ist derzeit zu 99% ausgelastet. Lagerraum 8 ist derzeit zu 92% ausgelastet. Lagerraum 12 ist derzeit zu 76% ausgelastet. Ich glaube, da war ich drin. Okay. Protokolle. Anwesenheitskontrolle vor Abflug. Captain Hante Wilhelm. Erste Offizierin. Hante Donner. Die Hantes. Manueller Eintrag von Hante W. 10 Jahre. Die längste Reise, die Donner und ich je unternommen haben, war ein Wachenausflug ins Silbergebirge. Und selbst das hat sie nervös gemacht. Sie ist der häusliche Typ. Das war sie schon immer. Sie hat so viel Essen eingepackt, dass wir einen Monat lang problemlos da oben in den Bergen hätten ausharren können. UDL hat uns einmal für ein Teambildungsseminar in die Stadt geschickt. All inclusive natürlich. Donna hat trotzdem noch Energieriegel eingepackt. Nur für den Fall, dass der Bus liegen bleibt. Dieses Schiff wird 10 Jahre für die Reise nach Halcyon benötigen. Ein ganzes Jahrzehnt. Zum Glück hat UDL die Rationsplanung übernommen, sonst hätte sie womöglich noch unser ganzes Erspartes für Snacks und Trockenfleisch ausgegeben. Das wäre doch cool. Was war das? Ach. Ja. Steuerung manchmal ist echt komisch. Automatisches Audio-Transkript Nummer R01. Hante W. Es geht los, Leute. Nolder F. Zeit, sich für den blauen Murmel zu von der blauen Murmel zu verabschieden, was? Hante W. Ja, wenn das jemand möchte. Torega. Gut, dass wir sie los sind. Volkov. Warum so verbittert, Resi? Sie war ein gutes Zuhause. Torega, da ist mir ein Raumschiff allemal lieber. Hante D. Nun, mal sehen, wie du das in einem Jahr siehst. Nolda, wie wäre es mit einer Schweigeminute? Oder sollen wir anstoßen? Irgendwas? Fühlt sich schräg an, die Erde einfach so hinter uns zu lassen. Hante W. Nein, von nun an blicken wir nur noch nach vorne. Ist die Erde kaputt? Tot? Viel mehr verloren? Umleiten. Ein gütetes Geheimnis. Okay. Was genau mache ich gerade? Hauptauftrag. Venus Wales hat dich gebeten, die Hub der per Sprungantrieb nach Terra 2 zu bringen. Und Sophia Akanda hat dich gebeten, die Hub per Sprungantrieb an. Na gut, das wird an. Wahrscheinlich mit einer Münze enden. Shiva, kannst du das lassen? Sie nagt jetzt an ihrem Napf, falls leer ist.
Oh, die arme, tragische, hungrige Katze. Ne? Ich habe mir im Sperrgebiet die Beine gebrochen. Und ich hätte vielleicht schlafen sollen. Hallo? Welcome aboard, Captain. Mizukande messaged ahead. I wish this place were in better condition for you, but we're in a bit of a bind. Seems the damn auto mechanicals think we're intruders. Warum sollten sie euch für Eindringlinge halten? Do I look like an engineer? All I know is they're shooting anyone who ain't Hope Crew. We shut off the main power, so they're disabled for now. But if you go hooking your ship up, I suspect they'll recharge. And that means trigger happy auto mechanicals. I'm not going to get in your way, but I'm also not going to send more of my staff to their deaths. Aber ich gehöre doch zur Besatzung. Ist mir doch egal, was mit euch passiert. I'm sure tschüss. Viel Spaß beim Sterben. Ich gehöre zur Besatzung. Wehe, irgendein Roboter greift mich an. Aber ich wollte eigentlich nur ganz kurz schlafen gehen. Damit ich nicht ganz sterbe, weil ich sehe, ich verliere Leben. Ich verliere Leben, das ist nicht so toll. Ja, Shiva, schlaf mal. Oh, ich hoffe, ich bin nicht tot, wenn ich aufwache. Ah, nee, alles gut. Aber wir sind durstig. Ohne Ende. Ach. So. Wassertabletten. Ja. Das dürfte für diesen Ausflug auf jeden Fall reichen. So. Na gut, dann haben wir jetzt erstmal nichts zu befürchten. Noch können wir durchlaufen. Ich behalte mal die Shotty, sicherheitshalber. Ne? Wohl, wir gehen mal hier rüber. Weil die Roboter, wenn ich auf die zulaufe, könnte ich sie doch easy erschießen. Ich bin ja recht fix unterwegs, muss man sagen. Ich sollte aber nicht nochmal runterfallen. Das war nicht die beste Idee. Was haben wir denn hier? Hacken. Sicherheitssysteme der Argos. Zero zur Besatzungsliste der Hope hinzufügen. Ey! Ich bin doch schon da! Na gut. Haha, viel Spaß beim Sterben, ihr Deppen. Ich gehöre jetzt zur Crew. Reflex eines Kriegers. Auch wenn ich nicht die Zielgenauigkeit eines Kriegers habe. Na komm, ruft doch eure Mama. Stört mich nicht. Ingenieursprotokoll CE29. In letzter Zeit gibt es irgendwie mehr Blutflecken auf dem Schiff. Das muss hier wirklich die ungeschickteste Crew des Konzerns sein. Man sollte nicht meinen, wie schwer Blutflecken aus Hüllenmaterial rausgehen. Bald geht mir noch das Desinfektionsmittel aus. So viel Zeit, wie ich hier mit diesen Böden zugebracht habe, wartet in Halcyon besser eine Beförderung auf mich. Chef Reinigungsingenieur hat einen schönen Klang, finde ich. Chef Reinigungsingenieur. Alles klar, träumen weiter. Oh. Ich darf hier sein. Ich gehöre zur Crew. Was soll denn der Scheiß? Komme ich da nicht irgendwie anders runter? So viel zum Thema, ich gehöre zur Crew. So, Achtung! Nicht autorisierter Zugriff resultiert in der sofortigen Eliminierung nach Ankunft in Halcyon. Ja, ich will da ja sowieso nicht hin. Fehler beim Zugriff auf das Archiv. Verfügbare Einträge. Nachrichtenverlauf Nummer T1022.
Nö. Ich habe keinen Bock auf solche Gespräche. Nein, Gespräche sind Kacke. Will doch keiner hören. Sind meine Skills nicht eigentlich ziemlich hoch? Ach stimmt, ich kann mich ja frei bewegen. Haha. Wieso schleiche ich? Die Kryokammern. Wie cool sieht das denn aus? Hallo, Restricted Area endet hier. Egal. Status. Kapselanzahl 9999. Einer fehlt. Was mit dem wohl passiert ist? Kapselentfernung. Belegt von Zero. Entfernt von Crewmitglied. Unbekannt. Jemand hat mich rausgenommen. Schweinerei. Automatisches Audiotranskript Nummer 2793. Unbekanntes Besatzungsmitglied. Unbekannt. Hunderttausende Kolonisten einfach im Weltraum zurückgelassen. Nur damit für den Vorstand am Ende alle Zahlen stimmen. Eine absolute Schande. Es war doch Phidias. Hat mich Phidias aus der Besatzung rausgenommen? Dem werde ich was geben, Alter. Ich hätte mich mal drin lassen sollen. Achtung, bla bla bla. Manueller Eintrag von... Wem war das? Torega. Liebes Tagebuch. Alle versuchen krampfhaft eine Antwort auf die Frage zu finden, was wir essen sollen. Aber das alles spielt keine Rolle, wenn ich uns nicht auf Kurs halten kann. Es ist grauenhaft. Eine 26-jährige Reise durch den Weltraum zu berechnen ist... Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Das ist eine Menge Druck. So viele Leben hängen davon ab. Wenn ich auch nur einen Fehler mache, ein falsches Komma setze, eine mikroskopisch kleine Fehlerberechnung anstelle, könnten wir direkt in einen Asteroiden rasen. Ich muss ständig an die Kolonisten denken. Sie würden einfach niemals aufwachen. Ein Glück eigentlich. Automatisches Blablabla. Ich will die nicht lesen. Und zwar haben wir jetzt hier manueller Eintrag von Hante D. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Mama hatte diesen traumhaften Garten. Als Kind aß sie ihre Tomaten, Zitronen und Limetten. Als wir die Erde verließen, gab sie mir eine Handvoll Samen mit, sodass ich meinen eigenen Garten errichten könnte. Wo immer wir auch landen. Nun sprießen die ersten Knospen in der Hydrokultur. Es mag kein echter Garten sein, doch es ist mehr als nichts. Ich denke jeden Tag an dich. Mamushka. Nun mehr denn je. Oh, russische Wurzeln. Oh, ein Selbstgespräch. Ah, komm. Wir ziehen uns das hier mal rein. Von Hante W, Hante D und Nolda. Okay. Hante W. Ich habe euch alle zusammengerufen, weil die Menge unserer Rationen nicht stimmt. Nolda. Wie? Was meinst du mit nicht stimmt? Hante W. Wir haben zu viele. Jemand hat seine Rationen nicht beansprucht. Hante D. Zusätzliches Essen klingt doch noch etwas Gutem, Schatz. Hante W. Nicht zusätzlich. Jemand bezieht seine Nahrung aus einer anderen Quelle. Diese Person muss irgendwo was versteckt haben. Hallo, der Dino. Nolder F. Und? Vielleicht hat jemand was von der Erde mitgebracht? Hante W. Wenn dem so ist, müssen wir das in unseren Rationsplan einbeziehen, Frank. Jedes bisschen Essen auf diesem Schiff wird gerecht aufgeteilt. Ja, aber... Ich meine, wenn es nicht da gewesen wäre, wäre es nicht da gewesen. Dann hättet ihr weniger Essen. Stock am Arsch. Dolder F. Aber das ist Privatbesitz. Das kannst du nicht beschlagnahmen. Hante W., hier geht es nicht um Besitz, hier geht es ums Überleben. Früher oder später geht uns das Essen aus und je mehr Zeit wir haben, desto besser stehen unsere Chancen, eine Lösung zu finden. Nolder F., schon gut. Hante W., ich möchte, dass hier jeder sein Personal befragt.
findet heraus, wer sein Anteil nicht ist und sorgt dafür, dass sie sich meldet. Was für ein Arschloch. Der jetzt verdient zu verhungern. So, ein Gespräch von Nolda. Mit sich selber. Gnade mir das Gesetz, es hat funktioniert. Ich fahre zur Hölle, aber es hat funktioniert. Nur, wie zum Teufel erkläre ich das jetzt dem Captain? Was? Okay, Hante W. und Nolda. Nolda. Cap, wollte, dass das im Protokoll steht. Ich bin diese Hexenjagd leid. Ich bin es. Ich habe meine Ration nicht gegessen. Hante W. Warum? Nolda F. Ich brauche sie nicht. Mir macht der Hunger nichts aus. Hante W. Ich brauche einen vollen, leistungsfähigen Chefingenieur. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast, aber bitte, iss deine Rationen. Das ist ein Befehl. Nolda F., bei allen Respekt, Cap. Hier brennt die Hütte. Ich bin mir nicht sicher, ob Befehle hier noch viel gelten. Hante W., sie gelten jetzt mehr denn je, Frank. Wir müssen organisiert bleiben. Nolda F., nun, ich werd's nicht tun. Du kannst mir das Zeug entweder in den Hals runterrammen oder du gibst meinen Anteil jemand anderen. Aber der muss doch was essen. Error. Hope crew data not found. Identify yourself. Ich hab mich doch... Habe ich mich reingeschlichen oder habe ich mich rausgenommen? ich war in einer der Kapseln, bin gerade aufgewacht. Error. Hibernation pod access is illegal. State your employer. UDL? Register. A fine of 10,000 bits will be assessed in your corporation's ledger for failure to follow proper hibernation pod procedures. Thank you for your cooperation. Wenn du mir 10,000 wegnimmst, ich erschieß dich. Okay. Ist anscheinend alles in Ordnung. So, aber ich habe mich doch ins Schiff geschlichen. Ihr habt doch alle gesehen. Leute, bitte sagt mir, dass ich mich eingetragen habe und nicht ausgetragen. Ich glaube, ich habe mich eingetragen. Ich habe mich hundertprozentig eingetragen. Ich habe es doch gelesen. Wenn ich es richtig gelesen habe. Protokolle. Automatisches Audiotranskript 2643. Audioprotokoll startet. Oder starten. Funktioniert dieses Ding? Ich habe gesagt, Audio... Ach, verdammt. Hier spricht P. Willis. Ja, das hört sich doch gut an. Wir fahren mit der Arbeit an Testsubjekt 112 aus Kryonikraum 8 fort. Zeit der Bergung, sagen wir vor 2,5 Stunden. Zeitpunkt des Todes, vor 6 Minuten. Explosiver Zelltod. Mein Erzfeind. Er sucht jegliche meiner Versuche heim, unsere eingefrorenen Kolonisten wiederzubeleben. Es ist, als würde er über meine Arbeit spotten. Ich habe alle in mir verfügbaren Chemikalien in jeder erdenklichen Kombination ausprobiert, habe jede Variante jeder menschenmöglichen Auftauungsmethode eingesetzt. Graduelle Erwärmung, Blitzschmelze, Gliedmaßen zuerst, Gehirn zuerst. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. 4 Stunden Schlaf in den letzten 72 Stunden. Ich kann ihre Schreie in meinen Albträumen hören. Testsubjekt 112. Ausweisname Harley Stanton. Alter 39. Sang leidenschaftlich gerne. Tut mir leid, Harley, ich konnte dich nicht retten. Also. Wir haben gesehen, dass nur eine einzige Person fehlte. Ja? Wenn Harley Stanton tot ist, wieso fehlt er nicht? 1,12? Anscheinend 12 Tote? Wieso fehlen die nicht? Audioprotokoll starten. Wann immer ich sage Audioprotokoll starten. Was für ein sinnbefreites Programm. Was passiert, wenn ich einfach aus Versehen das Wort Autoprotokoll benutze? Weiß auch nicht, warum ich das einem eingefrorenen Kulissen erzähle. Du drehst langsam durch, Phineas. Konzentrier dich. Komm schon, setze deinen Schnitt. Na bitte, ausgezeichnet. So, meine frostige Freundin.
hast wohl nicht auf die Vorschriften gehört. Ab 36 Stunden vor der Kryostase keine Nahrung zu dir zu nehmen, was? Dem Gesetz sei Dank gibt's für sowas Handschuhe. Ganz ruhig jetzt. Ruhig. Oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Beschissenes, rutschiges Skalpell. Wer stellt die überhaupt her? Spacer's Choice? War ja klar, ich hab keine Wahl. Dann mal los. Das hat mir jetzt nicht wirklich viel weitergebracht. Kommunikation über die Unreliable Umleitung. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive processor now. Would you like me to play a mood suitable music selection while you travel to the bridge? Oh, sorry. File not found. Hier stimmt so einiges nicht. Mir wurde gesagt, die Roboter sind ausgeschaltet. Mir wurde gesagt, ich bin registriert. Ja, die lügen mich doch hier vorne und hinten an. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas machen? Nö. Ach komm! Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Warte. Haha, ich laufe einfach weg. Überzeugen. Binary detected. Binary has been deprecated since the invention of Anticleo's patented trepanary language. Trepanary. More bits for your bits. Ich bin eben altmodisch, weißt du? Error. This unit is incapable of making wireless calls. Have a pleasant day. Kann das sein, dass ich mir diesen Ausweis drucken lassen habe, aber ihn nicht geholt habe? Ach, verriegelt, komm. Komm, laufen wir zurück, solange wir zurück können. Wo war zurück? Hier war zurück, ne? So. Wo war jetzt dieser bescheuerte Computer? Ich gucke jetzt nochmal nach, das lässt mich nicht locker. Hier habe ich es gedruckt. Aber ich kann hier nichts abholen. Haha. Okay. Ja, wie komme ich jetzt darüber? Kare? Kannst du mir weiterhelfen? Okay. Es ging da weiter. Ich muss irgendwie oben dahin, oder? Hä? Nee, hier ist nur eine Leiter. Hä? Das ist verwirrend. Aber vielleicht ist da unten eine Treppe. Komm, wir gehen mal runter. Halt, warte. Stimmt. Wir haben ja hier die Tür. Nee, das ist eine andere. Das ergibt alles keinen Sinn. Schlüsselkarte. Komm, wir suchen jetzt die Schlüsselkarte. Hier muss doch irgendwo eine Schlüsselkarte sein. Hier, hast du eine Schlüsselkarte? Wenn ich eine Schlüsselkarte wäre, wo wäre ich? Genau an dieser Stelle. Wow, danke für nichts. Ein Fahrstuhl. Wo führt der mich hin? Anscheinend nach oben, wo ich hin will.